Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projekt Aura. Wir stehen hier mal wieder an unserem Standardausgangspunkt und wenn ich mich recht erinnere, nebenbei sind wir in einer neuen Aufnahmesession. Schon wieder ein paar Tage her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Brauchen wir Platin, ne? Jawohl, ja. Und zwar, um dementsprechend die 5er Akkus zu bauen, damit wir wieder mehr Energie bekommen. Ich schaue mal gerade eben hier rein. Ja, also ganz schlecht sieht das ja nicht aus. Wir haben ja schon gespeicherte Energie. Aber wir möchten natürlich dementsprechend hier die 5er Akkus einsetzen. Und dazu brauchen wir Platin. Platin bekommen wir nicht direkt vom Meeresboden, sondern nur indirekt über Recycling von irgendwelchen Elektronik-Krams. Warte mal, ich mache mal eben die Spielgeschwindigkeit so auf 4. Gut, das heißt, da müssen wir jetzt einfach nur warten, dass unsere Flieger dementsprechend alles ankarren. Hier stehen gerade ein paar Bio. Farmen, was braucht der Dünger? Ja, das ist ja noch das nächste Problem. Dass wir nicht ausreichend Dünger haben. Wieso steht der? Achso, dem fehlt auch Dünger. Der hat doch gerade genug gehabt. Keine Ahnung. Hey, mal reinschauen. Nö, eindeutig nicht. Gut, dann ja, warten wir da noch drauf. Da steht der nächste. Um Gottes Willen. Wir werden alle verhungern. Ja, Dünger, Dünger, Dünger. Gut, dann schauen wir mal eben, wie das jetzt mit der Düngerversorgung aussieht. Bleibt doch mal hier. Hier ist alles ganz gut. Da. Ja, das sieht nicht wirklich gut aus. Organic Garbage ist definitiv zu wenig. Das wird auch noch weiter aufbereitet. Und wie man sieht, die sind sehr an der Untergrenze. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir unsere Flieger noch mehr von dem Zeug vom Meeresboden holen lassen. Oder halt botanische Gärten umstrukturieren im Sinne von einer macht zwei verschiedene Sorten. Nein, bringt ja nichts. Die Zyklen bleiben ja die gleichen. Wir brauchen mehr Biomüll. Ganz einfach. Fakt. Gut, da steht auch schon wieder einer. Dann müsste ich mal schauen. Wir hatten doch, ich bin hier so ein bisschen am Hin- und Her-Zwungeln. Wie gesagt, erstmal wieder gerade mal ein bisschen orientieren. Nebenbei läuft das natürlich weiter. Was macht er denn hier? Cargo. Das ist schon mal ganz gut. Der braucht noch Magenta Cordox. Da schauen wir mal eben rein, wie weit wir damit sind. Ja, bei 16. Das ist auch nicht viel. Können wir dort schon in der Forschung was machen, was uns noch ein bisschen was hilft? Das übliche, ich schaue mal durch und mache sowieso nichts. Prinzip. Self-Produce, bla bla bla. Da gibt es nur mehr Energie, müssen wir eh Kolonie Level 6 haben, das auch anscheinend dann wohl das letzte Level ist, ich weiß es noch nicht. Treatment Plant, okay, da könnte ich natürlich noch mehr, kann ich nicht, von der Wasseroberfläche abfischen. Hier haben wir schon geforscht, das brauchen wir auch für Level 5, das lernen wir dann auch schon mal. Weil dann können wir hier unten nämlich auch die Level 5 Batterien einsetzen. Das Problem ist halt, dass wir nicht genug Material bekommen aus den Recycler, sprich Platin, das wir dringendst brauchen. Expansion Ring brauchen wir noch nicht. Und das war auch Level 6, das ist für Medizin, die wir nicht benötigen. Self-Produce und was haben wir hier? Gut, 10 Magenta Cordox, alter Schwede. Omega Shield, Respekt. Naja gut, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ich hoffe mal, dass wir da jetzt ein bisschen was nachbekommen. So. Die Frage ist, was machen wir jetzt in der Zwischenzeit? Wir können noch weiter expandieren. Habe ich denn schon... Ja, das sind 17. Da müssen wir einen haben. Oh, da sind gerade Kisten eingekommen. Jetzt weiß ich, was ich mache. E-Waste Garbage. E-Waste. Ich schaue mir gerade nochmal eben an. In dieser Produktionsübersicht, wie wir jetzt noch Platin bekommen wir aus Refining. Das ist klar. Und Platin Scrap aus Gadgets. Okay. Da sind 700 Bla Gadgets, die müssen also dementsprechend auseinandergepult werden in der Assembly. Gut. Das heißt, ich würde mal schauen, dass wir die Assembly, die haben wir hier hinten, glaube ich, ne?
Nein, das ist ein Recycler. Dort ist er. Macht er nur das? Nein, macht er nicht. Ich stelle den einfach mal komplett um, dass er wirklich nur diese eine Aufgabe erfüllt. Und zwar das wäre das, ne? Weil da haben wir jetzt ausreichend 700 Bla von. Dann soll er das mal durchgehend machen, damit wir auch entsprechend hoffentlich mal unser Platin hier rausbekommen. Müsste mich nur daran erinnern, dass ich den nachher wieder mal umstelle. So, wir haben Kisten gekriegt, dann machen wir die mal eben fix auf. Wenn wir schon mal dabei sind. Eine. Elektrischen Trafo gibt's. Das ist nicht verkehrt. 10.000 Credits ist der Wert. Und da haben wir ein gelbes Dokument bekommen. Und was noch? Akku 4. Na super. Ist nicht ganz so schlimm. Die können wir ja sowieso weiterverarbeiten. Dann zu... Ja, super. Wir haben schon 13 Stück davon. Zu Akku 5. Oder wir verkaufen sie später mal. Die sind nämlich mittlerweile auch schon 200.000 Credits wert. Das kann man machen. Vielleicht brauche ich die nachher auch noch irgendwo für einen von den Fliegern zu bauen oder so. Das weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch gar keine große Lust, das einfach mal nachzuschauen. Lassen wir uns überraschen. Hier haben wir 28.000 von. Das ist viel. Was machen wir daraus? Schaltkreise und ja, gut. Das heißt, wir können theoretisch nochmal so eine Assembly uns hier hinten irgendwo hinsetzen. Die Frage ist, bauen wir, ja, gut. Das ist eh nur ein Komplex. Man könnte jetzt schauen, ob man hier noch einen hinterzimmert, um die weiter zu entlasten. Bauplan. Edit. Electric Refinery, das gehört zu Schlag mich tot Recycling, ne? Jawohl, ja. So, und dann machen wir hier einfach mal ein neues Template auf. So wird er ganz praktisch. Brauche ich da überhaupt eine... Ja klar, brauche ich die dazu. Da unten Zugangsport. Schon ist das Ding valid. Und er passt da nicht hin. Das ist doof. Da geht er auch nicht hin. Das ist noch döver. Da geht er genau gar nicht hin. Mist. Nee, es nervt. Kriege ich den dahin auch nicht, ne? Nee, bleibt ja. Ich müsste nur den Dings da wegbauen. Warte mal. Das geht nicht. Da bin ich dichter dran. Das heißt... Ah, schau mal, das Unterteil würde dazwischen passen. Das heißt, ich muss nur den hier wegnehmen. Den dahin und dahin. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nö, wird gehen. Ich kann den aber noch einen rüberziehen und den auch. Dann haben wir den Platz nicht ganz so verschwendet. So, ne? Machen wir den mal hier hin und dann haben wir zwar nur eine einzelne Linie, das ist aber jetzt egal. Hauptsache, wir kriegen das Zeug besser verarbeitet. Habe ich die Assembly? Die kann ich doch, glaube ich, kaufen, ne? Ja, da ist er. Sehr schön. Gut, dann machen wir das heute mal so, dass wir einfach die Aufbereitung von den Elektrokrams, den wir ja vom Meeresboden holen, um auch letztendlich Platin zu bekommen, mal etwas beschleunigen. So, wir brauchen einen Director, logischerweise einen Techniker und was brauchen wir noch? Ein Artisan. Wo finde ich den denn? Ich schätze auch so selten ein, glaube ich, ne? Zack. Director, Techniker und Artisan.
Was machst du denn? Du recycelst. Ich mach das mal hier Dissembling. Dann macht er beides. Je nachdem, was gerade zur Verfügung steht. Kann ich ja mal reinschauen, wie weit wir da jetzt gekommen sind. Ne, Quatsch. Doch, hier, da ist es. 2900. Ja, das ist eine Menge. Und hier sind es noch 690. Schauen wir mal. Haben wir denn schon? Haben wir denn schon? 126. Das wird einfach nicht mehr Platin. Es ist zum Mäusemelken. Das ist ja ganz toll hier. 24.000 Eisenscrap habe ich schon und 80.000 habe ich davon. Was ist denn das wert? 18.000, gar nichts. Ja. Ich könnte es natürlich verkaufen, aber dann hat die Schmelze auch irgendwann nichts mehr zu tun. Und das wollen wir ja nicht. So, gut, dann haben wir den also angestoßen. Ich mache mal hier die Geschwindigkeit nochmal ein bisschen höher. Weil wir müssen letztendlich wirklich 30 Mal E-Waste Garbage. Okay, die ziehen das auch hoch. Das ist schon mal gut zu wissen. So könnte man da noch mehr von machen. Food Supply ist low. Was? Hilfe, wir verhungern. Was fehlt denn? Sorghum Bread. Dann können wir eigentlich halt das Reisbrot da mal reinziehen. Und Äpfel sind auch noch nicht gerade viele. Ich mache mal hier Refill. Wieso steht der jetzt auf 0? Wasser ist da. Achso, Birnen fehlen. Okay, dann nehmen wir mal die Ananas rein. Und hat er noch zu meckern? Moment, Moment, Moment. Ich gehe mal eben die Geschwindigkeit runter. Was fehlt denn jetzt? 2000, 2000. Ananas sind da. Orangensaft fehlt. Okay. Das heißt, wir nehmen mal hier den. Ich habe keinen. Doch, Erdbeersaft. Zack. So, jetzt geht's wieder. Huch. Wieso haben wir denn so wenig Orangensaft? Presse ich den gerade gar nicht mehr? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier den Überblick behalten. Das ist, wir haben nur noch Orangen. Okay, wir haben Orangen. Das kann aber dran liegen, dass wir zu wenig organischen Dingsbums haben, dass wir nicht nachproduzieren. Weil wenn ich nur 38 Orangen habe und 5000 Saatgut, haben wir da ein Problem. Genau wie den Zitronen. Wir müssen dringendst hier sag schnell bekommen. Dünger, Dünger, Dünger. Nun gut, so, dann haben wir das auf jeden Fall wieder in der Reihe. Ja, man sieht es, der steht auch schon wieder still. Es war nur jetzt Getreide, aber letztendlich die Verzögerungen führen halt dazu. Da stehen alle drei still. Da steht immer was still. Führt dazu, dass wir halt dementsprechend Ausfälle bekommen. Das ist nicht schön. So, haben wir hier denn eigentlich alles mittlerweile auf rein Extract stehen? Nicht, dass wir hier noch von den Repair Garlic können wir rausnehmen, weil wir den mittlerweile haben. Wenn ich mich recht erinnere. Hatte ich den vorne in den Favorites drin? Da ist Garlic, alles klar. Superior, okay. Eine Security Box. Wo bist du? Die mache ich mal am besten sofort auf. Da gab es einen Trafo, Cinema, Q4 Amplifier. Aha. Ja, besser wie nix. 9 Schlüssel haben wir noch. So, ich hoffe mal, dass die gerade jetzt zu Core Dogs gemacht werden. Jawohl, ja, das ist gut. Das heißt, wir kriegen dort, hör mal auf zu klappern. Sollte ich hier noch einen Programmierer einstellen? Ich glaube nicht, ne? Hier haben wir doch schon welche, Develop Influence. Brauchen wir da nicht. Warte mal, komm mal her. Mein Menü, da haben wir 18 Stück mittlerweile. Ja, wir haben auch 23 Core Dogs, also von daher, hey. Die brauchen wir ja, um unsere Leute zu befördern. Lassen wir mal so laufen, dann haben wir auch gut was zu tun. Hier sind ja nicht so viele Dokumente, das heißt, da brauche ich jetzt nicht unbedingt einen dabei. Der ist ja schon soweit. Und wenn ich den fertig habe, kann nämlich hier hinten das erste Omega Cargo gebaut werden. Das ist gut. Weil dann können wir dementsprechend bei den Omegas die Fracht erhöhen, was dann bedeutet, dass wir mehr botanischen Abfall, sage ich schon, Bioabfall bekommen.
Sehr gut. So, ja, hin und her, her und hin. Viel schaffen tun wir heute mal wieder nicht. Das ist ja wieder das Elend. Ein bisschen umorganisieren hier. Wie sieht das denn so jetzt hier aus? Pass mal auf, geh du mal nach da. Und du mal nach da. Dann haben wir es mal ein bisschen geordnet. Chaos in die Ordnung bringen, oder wie heißt das? Nee, ne? So, hier sind defekte Saatgutgeschichten. Da haben wir schon 400 Tomatensamen. Da sind mittlerweile 5000 Weißbrote. Die haben wir doch auch irgendwo für, um nachher in der Großküche entsprechend Klamotten auch herzustellen. Zum Beispiel Burger und so weiter, ne? Genau. Lassen wir ihn einfach mal laufen, dann produziert er schon mal alles, was da ist. Normal müssten wir jetzt von den anderen Sachen genug haben. Weil es fehlten ja Tomaten und Paprikas haben wir auch genug und Knoblauch und so eine Geschichten. So, dann schauen wir nochmal eben, ob wir von den Konzentraten genug haben. Wo sind denn die alle hingewandert, damit wir hier diese Gazpachos und so einen Käse machen können. 19 Soja, das ist nicht viel. Die werden aber sofort immer verballert. Und da haben wir schon die Green Burgers. Was bringt das denn? Starter. Ach so, genau, die müssten wir ja auch noch verbessern. Da wäre ja in der Forschungsabteilung irgendwas zu machen. Kommen wir mal später zu. Würde ich sagen. Mir geht es jetzt erstmal darum, hauptsächlich die Energieversorgung wieder vernünftig auf die Beine zu stellen. Wozu wir dann halt immer noch das Platin brauchen. Ah, wir sind schon 199, ne? Das sieht doch gut aus. Wir hatten einen Bedarf von 250, 56. 250, okay. Da haben wir mittlerweile auch genug Dokumente von. Genug, auch schön. Klump. Superior Security Boxes. Na, die nehmen wir noch mit. Zack, was gibt's? Naja, nicht wirklich. Little Vestige. Okay, die könnten wir theoretisch auch aufbauen. Noch welche eingeschlagen. Ich mach die einfach mal alle auf hier. Gib her. Bio. Ah ja, okay, da haben wir auch mittlerweile 20 von Musical. Das heißt, wir haben ja auch nebenbei wieder ein Core-Dokument. Core-Invention-Dokument. Das ist aber jetzt... Was haben wir hier? Omega Cargo. Oh, zwei Stück haben wir davon. Sehr schön. Das heißt, wir können hier hin. Das sind ja die Omegas. Und den jetzt dementsprechend Cargo einstopfen. Flump. Hat er eigentlich zwei davon? Shield. Scanner. Scanner, nein, ist immer nur einer, okay. So, dann müssen wir, weil wir jetzt was geändert haben, den wieder auf Q stellen. Sonst macht er das nicht. Da steht jetzt auch Q hinter. Dann will ich mal hoffen, dass das funktioniert. Der macht jetzt Organic und wie viel bringt er mit? 600, na, das sieht doch schon besser aus. So, dann nehmen wir uns mal hier den ersten Omega vor. Ach, der hat schon Cargo drin, okay. Ich hatte doch zwei in der Produktion, ne? Wie viele Omega-Flieger habe ich denn? Muss ich gleich mal schauen. Komm her. So, Omega-Chippchen. Einmal das Cargo-Ding rein und fertig. Cute und alles gut. So, dann schauen wir mal eben. Wir haben drei Omegas und wir brauchen jetzt theoretisch... Hör auf zu ruckeln. Auch kein Omega Cargo mehr herstellen. Sondern Chip Solar Shield Delta. Ich stelle den jetzt ab, damit er mir hier die Ressourcen nicht verbraucht. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir. Was brauchen wir für ein Schiff? Na, das stelle ich erstmal zurück. Wie gesagt, der wird jetzt erstmal auf Pause gestellt, damit wir die Dokumente nicht verballern. Denn ich müsste jetzt hingehen und in der Forschung zusehen, dass wir dort nämlich 10 Magenta Core Docks bekommen, um die Omega Shield Fabrication anzuschieben.
Weil ansonsten müsste ich die, das ist das falsche Menü, kaufen. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Omega Shield. Da sind sie. Die kosten mich nämlich 3 Influence Docs, die ich momentan nicht habe. Und 11.000 Credits. Mhm. Oder ich nehme Radar und die kosten 14.000. Puh. Es ist die Frage, was ist schneller und leichter zu produzieren. Geld können wir ja relativ einfach bekommen. Ich schaue mal eben hier in die rein. Stell die mal dann nebenbei ab. So, die müssen... Ne, die müssen wir nicht haben. Die müssten wir haben. Da brauche ich immer 5 Stück von. Das heißt 15. Für die Cordox brauche ich jeweils 25. So, das heißt, für ein Schild brauche ich 15 von denen. Und fürs Radar ebenfalls. Das heißt, 15, 30 Stück kriege ich ein. Also rechnerisch gesehen wäre das günstiger oder schneller zu bekommen, theoretisch. Ich glaube, das machen wir auch. Wir produzieren uns jetzt erstmal die Magenta Influence Dokumente. Ich müsste mal schauen, ob ich da schon passend geforscht habe. Dann kann er das nämlich auch eventuell machen. Nee, kann er nicht. Schauen wir mal in der nächsten Folge, ob wir das noch ein bisschen optimieren können. Auf jeden Fall würde ich dann erstmal für die 3 Flieger, die wir haben, diese Dokumente kaufen. Die Erweiterung kaufen. Oder zumindest schon mal für einen. Und das dann weiter forschen. Dafür brauchen wir, wie gesagt, die Menge an Core-Dokumenten. Na, mal schauen, wie sich es weiterentwickelt. Wir sind schon am Ende der Folge. Nicht viel geschafft, aber ihr kennt es ja mittlerweile. Viel umorganisieren und planen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Projekt Aura. Bis dann. Ciao.